Hallo liebe Guild Wars Freunde, hier ist Dusel in HD und in Farbe und ich melde mich hier live vom Wintertag in Guild Wars 2 und in diesem Video schauen wir uns das Winterwunderland an. Das ist das Jumping Puzzle, das mit diesem Event dazu kam und das startest du hier direkt in Löwenstein. Und am Anfang erwartet dich eine nette kleine Zwischensequenz, die schneide ich raus, die kannst du dir selber angucken, wenn du das Jumping Puzzle für dich startest. Und nach dieser Zwischensequenz landest du in so einer Art Vorbereitungsraum. Du siehst rechts den orangenen Balken, der sich langsam füllt. Und wenn der ganz voll ist, dann wirst du an den Start des Jumping Puzzles teleportiert. Und es gibt dabei mehrere Ausgangspositionen, also mehrere Startzonen für das Jumping Puzzle, auf die die Spieler verteilt werden. In welchem du landest, ist, glaube ich, reiner Zufall, soweit ich das jetzt hier beurteilen kann. Und wenn der Balken voll war, dann sieht hier so dein Startgebiet aus und hier entstehen solche Schnee-Eisflocken oder was auch immer. Und wie in jedem Jumping Puzzle musst du hier mit ein bisschen Feingefühl entlang springen. Nach einer Zeit verschwinden die, also du hast hier nicht unendlich Zeit, um rumzudümpeln. Und du bekommst auch periodisch Schaden, hier so eine Art Winterdot, weil es wahrscheinlich so urig kalt hier draußen ist. Das heißt, ein bisschen Gas geben muss man als kleiner Charakter, wie ich hier mit meinem Asura, ist es ein bisschen schwerer, finde ich. Weil wenn du... Ich bin so oft mit einem dicken Norn neben mir gestartet und ich habe mich selber gar nicht mehr gesehen in dem Jumping Puzzle. Super ätzend. Aber es geht ganz gut. Das hier ist auch übrigens der schwerste Teil des Jumping Puzzles. Jetzt an dieser Stelle bin ich jetzt etwa bei der Hälfte der gesamten Sprungleistung, die du hier erbringen musst. Und jetzt kommt der leichtere Teil, also nicht verzweifeln, wenn du im ersten Teil ein paar Mal abstürzt auf diesen Schneeflocken. Ist nicht ganz ohne, ich muss sagen, da waren die meisten anderen Jumping Puzzles, die ich gemacht habe, deutlich leichter. Und hier diese Geschenke, wie du gesehen hast, explodieren, du siehst vorher, sie wackeln ein bisschen. Versuch dich eher Richtung Mitte zu orientieren, damit du mehr Ausweichmöglichkeiten hast. Und dann kommst du hier in die letzte und dritte Phase und hier musst du einfach nur diesen anrollenden Schneekugeln ausweichen. Und dafür gibt es hier immer so ein paar Ausläufer, auf die du drauflaufen kannst. Der Teil hier ist dann super einfach. Nicht mehr viel, was man falsch machen kann. Und hier biegst du nun rechts ab, über ein paar Geschenke drüber. Hier gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Wege, wie man springen kann. Und da siehst du auch, mein Leben geht jetzt ganz schön stark in den Keller. Also ich habe es hier wohl gerade noch so geschafft, denke ich. Und wenn du genau weißt, ob man wirklich an diesem Kelch dort sterben kann, ich habe es nicht ausprobiert, dann schreib mir auf jeden Fall einen Kommentar unter dieses Video. Und hier gibt es dann die prächtige Truhe mit meinem Loot. Ich hoffe, dir konnte das Video helfen. Schreib mir deine Erfahrung mit dem Jumping Puzzle auch in die Kommentare. Und ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder.